Oh je. Wie viel? 300.000 diesmal. Na gut, dann ist beim Telefon noch irgendwas? Schön zu wissen. Okay, dann gehen wir zum Wohnzimmer und schauen uns mal die DVD an, die wir gekauft haben, oder? Also wir haben ja eine gekauft, oder? Du hast den neuen Pro-Wrestling-Move Tombstone Piledriver gelernt. Cool. Cool, ich fühle mich jetzt sehr viel besser. Ja, und lass mich gerade, bei den Karten fehlt uns jetzt eine, die wir verpasst haben. Oder, nein? Oder auf der anderen Seite? Ja, wir haben die Nummer 16 verpasst. Vielleicht noch die Nummer 20, wer weiß. Na, egal. Die 100% sind nicht wichtig. Für mich finde ich, ich finde sie jetzt nicht wichtig. Deswegen, ja. Gehen wir raus und machen uns wieder einen schönen Tag. Also wir gucken mal nach, ob wir ein neues Beam-Katana bekommen, neue im Fitnessstudio wieder ein paar Sachen lernen. Also ein bisschen umgucken. Ja, neuer Teilzeitjob. Es ist dasselbe wie immer eigentlich. Also anscheinend lernen wir immer neue Wrestling-Moves, wenn wir die Videos anschauen. Ob das jetzt nötig ist, keine Ahnung. So, Bishop ist ja hier. Eigentlich relativ angenehm, dass Bishop hier so in der Nähe ist. Vielleicht finden wir eine neue DVD, die vielleicht uns helfen könnte. Ja! Travis, du kommst genau richtig. Du wirst deinen Augen nicht trauen. Oh, ja, also ich sehe hier gerade Waifus. Ich habe es über eine schwedische Route bekommen. Mann, die haben echt gutes Zeug in Skandinavien. Es ist das Königreich der Kopien. Such dir was aus. Okay, was haben wir hier? Der Titel ist Living Legend Thunder Ryu. Gib her. Du hast das Auge, Mann. Das klinische Auge. Ja, das habe ich. Bis bald, Travis. Lass dich nicht unterkriegen. Okidoki. Doki Doki. Naja, okay. Fitnessstudio. Beam-Katana mal angucken. Und dann geht's ans Geld verdienen wieder. Und wenn, dann benutze ich ja die Müllmann-Quest. Also wenn es wirklich gar nicht geht, dann benutze ich die Müllmann-Quest, weil... Ihr wisst ja, die Müllmann-Quest, die da verdient man wirklich gut. Obwohl man bei der Mission, wo man den Pizza-Bats-Typen töten muss, auch relativ gut verdienen kann. Also, ganz ehrlich, wenn du da reinrennst, ist nicht meine Schuld. Wenn du da stehst, habe ich auch keinen. Es ist nicht meine Schuld. Ich bin nicht schuld, okay? Das ist so. Das Straßenverkehr 1x1. Man ist nie schuld. Es ist immer der andere. Okay, hast du mir noch zu Baki? Brauche ich das? Eigentlich nicht, aber ich kauf's trotzdem. Okay, und dann machen wir noch Fitnessstudio und dann können wir eigentlich wieder nach Geld verdienen und dann geht es sofort eigentlich weiter mit der Story wahrscheinlich, also Nummer 6 diesmal. Also es braucht eigentlich immer so eine Stunde, bis man den nächsten Rangkampf hat. Also, da es 10 Stück sind, heißt das, hat das Spiel eine Länge von 10 bis 15 Stunden, würde ich sagen. Ja, es kommt gut hin. Ich trinke dann wahrscheinlich auch mal gleich einen Schluck. Ich brauche ein bisschen was zu trinken. Ich werde es mal schnell jetzt tun.
Der Arsch ist sauber. Okay, was haben wir jetzt? Okay. Stärke. Es wird immer teurer, aber wir wollen stärker werden heute. Wie viel sind es diesmal? 10 immer noch. Okay. Also ich kann mit 10 immer noch leben, zum Glück. Bei 15 wird das Button-Mashing ein bisschen anstrengender, muss ich sagen. Ist aber schon doof, wenn man Button-Mashing nicht kann. Dass man dann nicht stärker werden kann in dem Spiel. Also muss man schon beherrschen. Aber auch ich habe langsam keine Kraft mehr. Und das sind nur 30 Sekunden gerade mal gewesen. Ah, ich bin schon aus der Übung, muss man schon sagen. Ich bin aus der Übung. Aber gut, die Position, die ich mit der Wii-Fernbedienung habe, ist auch kacke. Kniebeuge wieder. Kniebeuge gehen immer. Kniebeuge sind zumindest okay. So. Das ist so schön angenehm. Kniebeuge sind so schön und leicht. Hab und hab. Und hab. Und hab. Und hab. Und happy. So, dann Geld verdienen. Es war ja nicht wenig. Es war ja nicht wenig. Wir müssen echt viel an dich verdienen. Naja, ist okay. Die Teilzeit-Shops müssen ja auch mittlerweile mehr Geld geben, weil. Weil es wäre dämlich. Weil die Aufträgekosten werden auch immer teurer, also. Die werden immer teurer und natürlich müssen wir dann mehr Geld verdienen. Also ich glaube schon, dass die Teilzeit-Shops mittlerweile mehr Geld geben. Ich meine, selbst die Killer-Aufträge geben mittlerweile 50.000. Für einmal kurz 10 Sekunden slashen oder so. Ich weiß gar nicht, ob ich richtig bin. Sieht so aus. Ja, also ich hatte schon bessere Orientierung hier, aber ich bin hier. Ich bin angekommen, wo ich sein wollte. Also es ist perfekt. Ich frage mich aber noch ein bisschen mehr, also mehr als dieses, also noch ein ganz neues weiteres Herz bekommen könnte. Was haben wir denn diesmal? Tankstelle, fülle die Autos mit Benzin. Okay. Klingt lustig. Tankstellen arbeiten. Habe ich noch nie gemacht. Hat das irgendjemand von euch mal ausprobiert? Tankstellen arbeiten? Weiß nicht. Ist das spaßig? Ich meine, wenn man Autos mag, ganz bestimmt. Aber ich mag Autos nicht. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich keine Autos mag. Okay. Es war ein Versuch wert, okay. Dankeschön. Danke fürs Anhalten. Ich drücke ein Auge zu, okay? Ich sehe von der Anzeige ab. Wie? Ich bin schuld gewesen. Ich bin gar nicht schuld. Denk dran, das ist einmal eins des Autofahrens. Da. Alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Denk dran, ich bin für coole Auftritte hier, also ist normal. Die unausgesprochenen Regeln von Center Destroy verlangen Ausdauer. Ausdauer führt zu Geld. Die Welt wird sich nur dem öffnen, der Ausdauer und Zielstrebigkeit beweist. Der Gott des Benzins ist grausam. Verliere deine Ausdauer und du brennst aus. Das ist es, was Ausdauer bedeutet. Also arbeite endlich! Ich glaube, ich habe es verstanden, ja? Drücke den Wegknopf, um das Auto zu betanken. Sei sicher, nur die genaue Menge zu betanken. Und wie betanke ich denn die genaue Menge? Okay. Bye, bye. Ich hab nicht gezählt, weil es zu. Okay, ich habe eine kleine Angst.
Das war zu wenig. Oh Gott, ich habe das Timing nicht dafür. Ach komm, das war schon echt gut. Ich sehe, ich kann dieses Spiel. Oh yes. Es ist super. Ach komm, also jetzt mal ganz ehrlich, mit Pipi, Mini-Pomi, kleinen Dingern. Oh, ich glaube, ich kann dieses Spiel nicht. Ich bleib lieber Müllmann. Müllmann konnte ich. Es war ein Mini-Pomi-Ding. Ich konzentriere mich jetzt einfach. Tut mir leid, wenn ich nicht mehr rede. Oh nein. Nein, nein, oh Mann, das hat doch gar nichts. Oh, oh, die Polizei. Perfekt, nur für euch. Oh yes. Das Problem ist, ich habe bis jetzt nur 9 Autos. Es können gerne ein bisschen mehr sein. Ich hasse dich, dass du so viel willst. Wenn ich die 20 schaffe, dann bin ich zufrieden. Wann, wie viel wollt ihr eigentlich? Hört auf, so viel zu wollen. Das schaffe ich vom Timing her nicht. Oh, du bist zumindest lieb. Ich fühle den Beat. Oh, yes. Ich drück B. Komm schon, noch 5 Stück. Schaffe ich das zeitlich? Wahrscheinlich nicht. Das war... Mann. Komm, 18 vielleicht noch? Na, immerhin 18. Immerhin 18. Bin ich zufrieden mit der Arbeit? Überhaupt nicht. Es ist Gold. Wieso ist das Gold? Das war schlecht. Okay, was ist der Killerauftrag? Ist der angenehm? Ist der scheiße? Die Killeraufträge sind eigentlich immer die ein bisschen naja sind. Ja, mal gucken, vielleicht ist es ja angenehm. Vielleicht ist es ein angenehmer Auftrag. Okay, erledige 100 Gegner. Die Mission endet, wenn alle Ziele tot sind. 100 Gegner sind aber nicht gerade wenig. Töte so viele Gegner wie möglich. 4000 für jeden Kill. Schlage Arme. Baseball. Oh nein! Aber 5500 für jeden Kill? Ich nehme mal das hier. 90.000 sind echt gut. Lass mal ausprobieren. Wenn ich 100 töte, das 100 sind schon viel. Aber ist das Geld vielleicht auch wert? Also, mal sehen. Mal sehen. Aber es wird ja immer noch nicht reichen. Geldprobleme in dem Spiel sind unglaublich. Man merkt, dass Geld hier sehr wichtig ist. Und es ist halt das Leben. Geld regiert die Welt. Geld ist wichtig. Geld ist das, was man braucht in dem Leben. Frauen, Geld. Also ganz ehrlich, wer braucht Liebe? Wer braucht Liebe, wenn man Geld hat? Geld ist das Wichtigste. Das bringt dieses Spiel gerade bei. Ja, ich hätte dieser Kerl Geld gehabt, wäre er nicht überfahren worden.
Ich habe Angst vor dem Auftrag. Ich habe sehr Angst. Hundert Stück. Wie soll das aussehen? Okay, die halten nicht viel aus. Das ist ein Vorteil wahrscheinlich. Ja, schüttel nach unten! Ich schüttel. Also meine Wii-Fernbedienung zeigt, wie sie gut reagiert. Das gefällt mir. Okay, die Mission könnte auch eine gute Fahrmission sein, wenn ich mal darüber nachdenke. Ich muss nur schaffen, die 100 zu töten. Mano. Die machen halt auch kaum Schaden. Also man muss wirklich nur 100 töten. Das ist eigentlich kein Problem, denke ich mal. Wenn das Schütteln in dem Spiel funktionieren würde. Beziehungsweise wenn die Wii-Fernbedienung macht, glaube ich, die Probleme. Okay. Ja, aber zeitlich müsste es möglich sein. Also, wir haben, wie gesagt, 5 Minuten Zeit, glaube ich, gehabt. Und wir sind jetzt... Ja, wohl? Weiß gar nicht. Könnte knapp werden sogar. Mal gucken. Vielleicht klappt's auch nicht. Wer weiß das schon? Aber genau genommen ist das eine ziemlich gute Farming-Mission. Also, danke. Komm. Zibam! Und bam, bam! Aber ja, es ist zeitlich gut möglich, denke ich. Ob meine Leben das durchhalten, ist eine andere Frage, denke ich mir gerade. Das Problem ist, sind doch viele Gegner, muss man sagen. Und ich muss nachher gleich mal aufladen, was auch ein Problem ist. Wieso hat es den jetzt nicht erwischt? 69 Tode! Aber doch, wenn man 90.000 dafür bekommt, dann ist das echt... Dann lohnt sich das. Also der Aufwand lohnt sich wirklich. Also 90.000 für nur diese einfache Mission, das ist wirklich gar nichts. Dauert zwar eine kleine Zeit, aber wenn man denkt, dass Müllmann-Aufgabe auch ziemlich lang braucht... Da verdienst du 40.000 in 3 Minuten. Hier hast du... 90.000 in 5 Minuten, also ganz ehrlich, das lohnt sich, absolut lohnt sich das. Und du verdienst ja noch Geld ein bisschen dazu, weil du die Gegner tötest, also jetzt nicht sonderlich viel, also es geht natürlich mehr, aber... Oh nein, 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 wehrt das jetzt nicht alles ab. Wehrt das nicht ab! Kommen wir noch. Die halten Zulu auch nicht viel aus. Also. Ich hab
schon gedacht, wo bleibt der jetzt eigentlich alle? Komm, noch einer. Hä? Hallo? Wo fehlt denn jetzt noch einer? Ach, da, du bist du. Da bist du. Nie wieder, bitte. War das so gut? Ich weiß es nicht. War das gut? Ich glaube nicht, dass es gut war. Ah, es war Gold, okay. Es war aber auch keine schwere Mission. Es waren wirklich sehr leicht verdiente 90.000. Überraschenderweise gibt es das in dem Spiel. Leicht verdientes Geld. Okay, so, aber reicht noch nicht. Das heißt also, wir machen den nächsten Auftrag gerade. Vielleicht das Baseball-Spiel? Boah, das ist schon cool, oder? Das war schon beeindruckend. Hier, schaut mal bei dem. Ram! So macht man das. So macht man das. Genau, so. Ich wollte euch zeigen gerade, liebe Kinder, dass man sowas nicht tun sollte, weil es könnte Verletzungen geben. Verletzungen. Ihr könnt sterben dabei, aber... Deswegen wollte ich euch gerade mal zeigen, was passiert. Auto dürft ihr aber gerne anfahren. Da passiert nichts. Bitte zurück. Okay. Baseball-Auftrag. Also eigentlich, wir brauchen ja nur 300.000 war das ja, glaube ich, oder? Ich hoffe, es waren nur 300.000. Genau. Noch ein Baseball-Kampf, komm. Ja, aber man muss aber auch erst sagen, also man kann sagen, was man will. Also, es dauert zwar langes Geldfarmen, aber sind wir ehrlich, hätte ich kein Geld ausgegeben für bessere Sachen, hätten wir jetzt schon sicher den nächsten Auftrag. Das ist halt so ein Ding. Du musst halt, wenn du bessere Ausrüstung haben willst, musst du halt länger Geld verdienen. Und das ist relativ ein gutes, ein interessantes Konzept. Es kann auf Dauer nervig sein, aber ganz ehrlich, du musst die Ausrüstung nicht kaufen. Du kannst auch mit schlechterer Ausrüstung in den Kampf gehen. Ob du das am Ende willst, das muss man selber entscheiden. Und ich will lieber eine bessere Ausrüstung, fahre mir lieber mehr Geld. Meinetwegen. Weil ich bin nicht so gut. Obwohl Destroyman ja ging. Destroyman war wirklich... Also Destroyman könnte man mit normaler Ausrüstung, glaube ich, auch schaffen. Also Destroyman ist wirklich easy. Gar nicht schwer. Na dann. Der nächste Kampf. Beziehungsweise Baseball wieder. Meine Lieblingsbeschäftigung. Na dann. Ich hoffe, das reicht schon. Das war wirklich gerade nur Glück, glaube ich. Reicht das? Oder muss ich noch irgendwas arbeiten? Weil dann würde ich es offscreen machen. Dann habe ich auch keinen Bock mehr, euch in der Aufnahme zu nerven. Okay, nächster Rangkampf. Ja, also wenn man Baseball kann, dann ist es echt kein Problem. Aber das war gerade, glaube ich, auch nur Glück. Also ich tue jetzt mal nicht so, als wäre das jetzt Können gewesen, weil ich glaube nicht, dass es Können war. Die armen Bäume. Die armen Bäums. So, ich glaube Nummer 6 kenne ich. Nummer 6 kenne ich, glaube ich. Von einer Cutscene. Ich weiß eigentlich auch Nummer 5. 4 weiß ich auch.
3 kenne ich nicht und 2 und 1 weiß ich. Ich bin gespannt. Also, ich bin gespannt, wer Nummer 3 ist. Ich kenne eigentlich jetzt alle, die jetzt kommen, außer Nummer 3. Außer die Person, die ich denke, die ist Nummer 6. Ist eigentlich Nummer 3. Dann weiß ich nicht, wer Nummer 6 ist. Aber ich glaube, Nummer 6 müsste ich wissen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Person, die ich denke, ist Nummer 6. Aber wir werden es ja sehen. Wir werden es ja sehen. Ich trinke mal wieder was. Travis, hallo? I am at the beach. Are you coming? Not like I am waiting for you or anything. Der Strand also. Also, ja, ich glaube, es ist die Person, die ich denke. Strand passt. Sylvia, also bitte. Ja, aber ich finde Sylvia jetzt nicht wirklich so waifuhaft, also. Ist nicht so mein Typ. Ja. Ich bin gespannt, was wir jetzt lernen. Du hast den neuen Pro-Wrestling-Move Brainbuster Slam gelernt. Ich find's toll, wie Travis da mit seiner aufgeknüpften Jacke da rumhängt. Es ist super. Es ist super. Bitte einmal speichern auf der Toilette. Wir brauchen das. Oh, ja, lass raus, Travis. Also wir sind jetzt bei, wir werden wahrscheinlich mit 5 Stunden, 15 Minuten Nummer 6 besiegt haben. Also ja, man kann es nicht denken, wie lange das Spiel ist. Also ich sag mal 12, 13 Stunden, ist meine Vermutung. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Sehen wir ja dann. Ich habe Schluck auf, das ist perfekt. Okay, wo war denn der Strand? Das war doch dort, wo die Kokosnüsse waren, oder? Na gut, let's go, Evoli. Ich frage mich, ob Leute allgemein gerne No More Heroes als Let's Play suchen oder so. Na ganz ehrlich, als ich Mario und Sonic Let's Played habe, es waren ja auch nur 3, 4 andere, die es Let's Played haben, da habe ich niemals gedacht, dass das so beliebt ist. Das suchen mega viele. Also Mario Sonic Winterspiele 2010 wird oft gesucht bei mir. Und auch angeschaut anscheinend so. Weiß nicht warum. Doof nur, dass das Spiel mit meiner schlechteren Mikroqualität aufgenommen wurde. Also mein Beileid, leider. Tut mir leid. Aber ich werde Let's Play es nicht nochmal neu. Also ja, es ist die Person, bei der ich es erwartet habe. Ein cooler Charakter. Holly Summers ist wirklich cool. Hi. Rub some oil on me, will you? Me? You serious? What? Is there a problem? No. Thought you'd never ask. Your next opponent is here on this beach. Ah, just up ahead. So I'm supposed to fight on the beach. That is one of the conditions. Why? That's for you to figure out. Feels good. What other hidden talents do you have, Travis? Bitte nichts. Go any higher and I will kill you myself. Not until you become number one. We have a deal, remember? So hurry up and go get him. Yes, your highness. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Okay.